Wie die Integration von Flüchtlingen gelingen kann, zeigen die Dresdner Verkehrsbetriebe und die Stadtentwässerung Dresden. Vier junge Männer aus Afghanistan treten dort in Kürze ihre Ausbildung an. Grundlage dafür war die Vorbereitung junger Asylbewerber auf die berufliche Ausbildung, kurz FABA, eine Initiative städtischer Unternehmen. Für unseren Fall Stadtentwässerung Dresden hat mit unserem FABA-Projekt es insofern gut funktioniert, dass wir 2 Jahre zusammen mit den Berufsschulzentren, mit denen wir auch sonst zusammenarbeiten, die Chance hatten, die jungen Menschen kennenzulernen, die wir jetzt ganz regulär in die Ausbildung gemeinsam mit unseren deutschen Auszubildenden aufnehmen werden. Und ich glaube, das ist ein guter Weg für die berufliche Integration. Unter dem Eindruck der Flüchtlingsströme schlossen sich 2016 5 kommunale Unternehmen mit 2 beruflichen Schulzentren zusammen. Durch Schnuppertage und Praktika wurden die jungen Flüchtlinge mit beruflichen Optionen vertraut gemacht. Also letztes Jahr mit der Hilfe unserer Schule habe ich hier ein Praktikum gemacht und für 2 Wochen. Und dadurch hat mir einfach dieser Beruf gut gefallen und dann habe ich mir gesagt, okay, ich mache einfach da eine Ausbildung. Den Eignungstest dafür haben sie bestanden. Doch in den naturwissenschaftlichen Fächern gibt es noch Nachholbedarf. Wer sich integrieren will, der muss diesen durchaus auch beschwerlichen Bildungsweg in Deutschland gehen. Und das ist auch für junge Flüchtlinge durchaus ein hoher Anspruch. 2 Jahre Vorbereitungsklassen, um Deutsch zu lernen und dann nochmal eine 3-jährige Ausbildung, das sind 5 Jahre. Also kommen, schnell rein in einen Job, schnell Geld verdienen. Das gibt es sicher, aber die große Menge potenzieller Arbeitsplätze, die es zu besetzen gibt, sind qualifizierte Arbeitsplätze. Und diese Chance muss man dann schon auch eröffnen. Jungen Flüchtlingen eine Perspektive bieten, sie zu qualifizierten Mitarbeitern ausbilden und dadurch Integration aktiv mitgestalten. Die städtischen Unternehmen wie die Stadtentwässerung Dresden sind dafür das beste Beispiel.